mal eben schnell in den Keller runter und, hä? Ja, was denn eigentlich? Passiert. Einfach mal vergessen, was man gerade machen wollte. Aber dagegen kann man was tun. Jens Heinemann aus Bad Lippspringer hat ein Rezept. Er ist Live-Kinetik-Trainer. Hört sich gut an, ne? Und bringt vor allem auch was, das Gehirnjogging plus Bewegung. Merkt auch Jens, seitdem er die Ausbildung gemacht hat. Einkaufszettel brauche ich schon noch, allerdings fällt es mir wirklich leichter, die Konzentration ist eher da, die Aufmerksamkeit ist da und ich kann viele Dinge wahrnehmen, auch mit dem visuellen System, dass ich ein bisschen besser gucken kann. Man fühlt sich auch ein bisschen selbstbewusster, weil irgendwie vieles leichter geht. Viele Bundesliga-Vereine setzen schon lange auf Live-Kinetik, um ihre Jungs fit zu machen. Also jetzt kopfmäßig, laufen können die ja meistens. Aber an der Wahrnehmung arbeiten kann halt jeder. Geht zum Beispiel mit Bällen, die man hochwirft und in der Zwischenzeit, bis man sie dann wieder auffängt, muss man die Hände überkreuzen oder Seilchen springen und Gedichte aufsagen oder sowas Verrücktes. Wenn man sich das nur anguckt, denkt man, das ist total einfach und Quatsch und brauche ich nicht. Aber wenn man das dann selbst mal macht, merkt man eigentlich, dass man doch das Gehirn noch besser aktivieren muss. Das finden viele spannend, die hätten das vorher nicht geglaubt, dass sie das nicht können. Aber unterm Strich sind die dann, entwickeln die auch einen gewissen Ehrgeiz. Der ist allerdings gar nicht so wichtig. Die Übungen müssen nämlich nicht perfekt sein. Lieber immer wieder neue ausprobieren, um die Synapsen so richtig auf Schwung zu bringen. Von den 100 Milliarden Gehirnzellen, die wir so haben, nutzen wir nämlich nur einen Bruchteil. Um das zu ändern, hilft Live-Kinetik besser als alle anderen Gedächtnisübungen, die man so kennt. Verspricht auf jeden Fall Jens. Man arbeitet sowohl mit Zahlen, mit Farben, man kann sogar dichten dabei bei einer Übung und beansprucht da demnach unterschiedliche Genareale. Beim Sudoku arbeite ich primär nur mit Zahlen und vernachlässige die anderen Geschichten. Und bei Live-Kinetik bin ich globaler und trainiere sämtliche Genareale bei den Übungen. Und das hilft dann eben auch im Alltag. Zum Beispiel vergisst man nicht mehr, warum man gerade im Keller steht. Also, auf geht's. Jens gibt Live-Kinetik-Kurse in Paderborn im Ahorn-Sportpark.